Was ist los, buschige Augenbraue? Hast du etwas auf den Herzen? Ja, es ist wegen meinem Training. Oh, du brauchst nicht mehr weiter zu sagen. Da kann ich das. Da, dann kann ich's mir schon denken. Da ich dich kenne, würde ich sagen, dass du sauer bist, weil du niemanden hast, der mit dir trainiert, richtig? Ja, das stimmt, Naruto. Es ist, als könntest du meine Gedanken lesen. Nö, ich kenne dich nur zu gut. Buschige Augenbraue. Also gut, bitte, bitte, bitte sei mein Trainingspartner. Lee trainiert. Stell dich ihm als Gegner zur Verfügung. Sorge dafür, dass sein Training erfolgreich verläuft. Diesen Auftrag annehmen, Siggi. Also gut, ich werde eine Weile dein Partner sein. Wahnsinn, tausend Dank! Und welche Art Training machen wir? Also, ich möchte gern Sparring mit deinigen Einschränkungen machen. Ob du gewinnst oder verlierst, ist egal. Du wirst so oder so stärker. Haha, das könnte interessant werden. Gut, ich werde alles geben, was in mir steckt. Ich stehe jetzt voll unter Dampf. Also gut, das Training geht los. Ich benutze jetzt Blocken. Ach, du kannst nur blocken. Dann werde ich jetzt Angriff nehmen, wenn ich dich nur als Blocken benutzen kann. Kampf mit diesen Mitgliedern beginnen. Ja. Bist du bereit? Siggi, ach, das bisschen da. Ich hätte am liebsten gar keinen genommen. Dann wäre es interessanter. Ich werde jetzt auch keinen benutzen von den beiden. Habe ich es so entschlossen. Aus dem einfachen Grund, weil es ja ein Sparring zwischen mir und Lee ist. Rock Lee. Tja, die Prozentzahlen lassen ein bisschen auf sich warten hier. So, da ist es los. Angriff mit 15 Treffern in Folge. Kristallkugeln, 2 Stück. Okay, machen wir. Hör auf damit, du blöder Junge, du. Komm schon, 15. Nein! Das kann nicht dein Ernst sein. Komm schon, 15. Da ist die 15. Bam! Zack, 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 zack. Ich lass mich nicht verarschen von dir. Ist er echt ausgewichen? Das lasse ich nicht nochmal zu. Mit Rasengan geht's zu Ende. Boom! Ich bin der Stärkste überhaupt. Schön. 2 Kristallkugeln erhalten. 77. 46. 3055. S-Rang. 4500. Mit dem Sharingan 655.000 Sturmpunkte erhalten. Anleitung zum Sieg 20. Erwachen beherrschen. Zusätzlich zum Erwachen, das alle möglichen Fähigkeiten steigert, gibt es auch noch Varianten zur deutlichen Veränderung auch von Form oder Aktionen. Aktiviere verschiedene Formen. Ah, guck mal, da unten ist ja Shikamaru zu sehen. Nice. Uff, das war ein ziemlich guter Kampf. Was ist los? Bist du in Ordnung? Buschige Augenbraue? Ich glaube es einfach nicht. Wie konnte ich geschlagen werden? Es tut mir leid. Ich habe nicht hart genug trainiert. Ich glaub mir, niemand würde je behaupten, dass du nicht hart genug trainierst. Der Kampf hat mir gezeigt, wie unwürdig ich bin. Danke, ich werde trainieren und stärker werden. Und dann werde ich unsere Rechnung begleichen. Ja! Genau das werde ich tun. Dieser Typ, sogar als Schulender, hat er sich kein bisschen geändert. Und ich glaube, ich weiß, was hier vorne ist. Ist Auftrag erfüllt. Schönes Ding. Und Rock Lee mag uns. Speichern. Hier, es müsste noch einmal Tontons Perle sein, richtig? Tontons Perle. Auf geht's! Da hinten warten sie schon auf uns.
Sakura und Kakashi. Bitches. Oh, was ist das denn? Das war nur ein Rabe. Sojabohnen. Das sind Kopien, als die sich... Die verfluchten Puppen getarnt haben. Willst du die Kopien neutralisieren? Ja. So, ich werde dich fertig machen und die Puppe einsammeln. So. Der geht ja nur als Blocken. Ja, mit diesen Kampfmitgliedern. Aber ich habe mich nicht geheilt, wenn ich nicht... Bist du bereit? Nein. Eine Wundsalbe wäre mal ganz praktisch jetzt. Vielen Thanks. Passt. In Ordnung. Ja. Gegen Kakashi, okay. Da haben sich die Puppen untereinander gut abgesprochen. Schauen wir mal, was wir reißen können. Oh, mein Nacken wird langsam steif, Alter. Wieso einiges anderes an mir? Ah, Flosse. Ah, das war zu sehr Todd-like. Ich entschuldige mich dafür. Regenerationsgeschwindigkeit des feindlichen Hilfanzeige wächst. Plus 5. Feind benutzt laufend Hilfe. Pam, 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 pam. Wir machen sofort hier Stressfaktor hoch 10. Hör auf, meinen Rasengan aufzuhalten, du blödes Puppenvieh. Benutzt dauernd Hilfe, ich merk's. Bam. Wieder aufladen. Sakura. Und zack. Scheiß Puppe. Zack, 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 zack. Verteidige mich. Scheiße. Sakura. Das kannst du vergessen, Alter. Rasengan, boom. Feier mit den verfluchten Puppen. Ich habe gewonnen. Erreicht. Zwiebel mal 3. 71%, 71, 2800, Aran, 3691, Azuma Sarutobi, 660.000 Sturmpunkte erreicht. Huh, da haben wir das nochmal erledigen können, das freut mich ja doch ziemlich schon. Und ich werde die auch alle machen, um halt die Sturmpunkte richtig schön auf 999.999 hoch zu bashen, Alter. Setze Hilfe nicht wahllos ein, sondern gut überlegt ein. Zum Beispiel ist es wirkungsvoll, Hilfe einzusetzen, um sicherzustellen, dass deine mächtigen Ninjutsu ultimativen bla bla bla. Pling! 2 Puppen haben wir wieder. Du hast das erhalten. Verfluchte Puppen mal 2. Haha, verfluchte Puppen erfolgreich eingesammelt. Okay. Begeben wir uns jetzt zurück. In unser Dorf zurück. Sai könnte ruhig mal wieder unter die Sonnenbank. Die Sonnenbank Flavor oder was? Na gut. Ah! Alter Schwede, jetzt gerade alle 3 Spiele hintereinander jetzt aufgenommen. Und das setzt einen so ordentlich zu, Alter. Respekt. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Tontons Perle. Respekt an alle, die dann 3 Stunden ein Spiel aufnehmen und dann 3 oder 4 Spiel Let's Plays machen, Alter. Kann ich nicht. Kann ich echt nicht. So, hallo. Naruto, wie kommst du mit dem Perlensammeln voran? Gefundene Perlen übergeben. Ich habe ein paar Perlen gefunden. Oh, dann übernehme ich sie dann am besten gleich mal. Du hast Tontons Perlen übergeben. Alles klar, ich hab sie. Mach so weiter, ich zähle auf dich. Okay. Wir werden uns weiter nach vorne begeben. Da ist er ja! Nachdem Sonogakure jetzt abgehakt ist. Stimmt, ich hab doch gesagt, dass ich den irgendwo gesehen habe. Steht direkt daneben. Und zwar will ich Kiba noch unbedingt dabei haben. Weil Kiba extrem krass im Angriff ist mit seinem Jutsu. Und daher... Ich weiß, normalerweise macht man nochmal...
Normalerweise macht man noch ein Sparring mit ihm. Aber ich will ihn trotzdem jetzt so aufpushen. So, wir geben Shoji auch nochmal, Shino auch nochmal. Shoji kann ich nicht leiden, den will ich nicht. Nicht, weil er fett ist, sondern weil er einfach wirklich nur zu nicht zu gebrauchen ist, der Junge. So, Hinata, ist er zufrieden? Ach so. Warte mal, kann ich dir auch was geben? Nein, kann ich nicht. Da ist es ja. Speichern, ja! Und was unsere nächste Mission ist, das werden wir nämlich erst im nächsten Part herausfinden. Ja, ja, einverstanden, ist in Ordnung. Speichern, gespeichert! Zurück zum Spielmodus Auswahl? Nö, nicht wirklich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schrullt wie immer alles in die Kommentare. Und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss und ciao!